Verheerender Wohnungsbrand in Berlin, ein Toter, mehrere Verletzte. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind am Donnerstagmorgen ein Mensch getötet und drei Menschen verletzt worden, mindestens einer von ihnen lebensgefährlich. Ein Verletzter musste wiederbelebt werden. Zwei weitere erlitten leichte und schwere Rauchgasvergiftungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. Zuvor war in der Wohnung im zweiten Stock, in der die Leiche gefunden wurde, ein Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Bei den Schwerverletzten handele es sich um die Nachbarn unter und über der betroffenen Wohnung. Der Mensch mit einer leichten Rauchgasvergiftung sei ein Nachbar im gleichen Geschoss gewesen. Gegen 2.30 Uhr wurde der Brand gemeldet, gegen 4 Uhr konnten die rund 40 Einsatzkräfte diesen löschen.